jeden Fall haben wir jetzt mal das Problem mit den Augen gelöst. Casey Neistat-Style mit Brille. Jetzt ist es egal, wo man hinguckt. Sieht immer cool aus. Oder? Macht aber ein blödes Doppelkinn. Also, ein bisschen von oben. Schläft der Arm ein. Also wie man es macht, irgendwie braucht man da so eine gewisse Routine. Gegenlicht sieht stylisch aus. Dann so lassiv über die Schulter gucken, oder? Und ab und zu, Sie wissen ja, was ich meine, sagen. Kommt auch besonders gut. Und so mit den Händen gestikulieren, kommt auch gut. Oder kommt nicht gut. Und ab und zu mal so eine bedeutungsschwangere Pause machen beim Reden. Ja, was können wir noch machen? Musik einblenden. Oder hier oben den Kanal abonnieren. Oder schreibt es unten in die Comments, sagen. Aber eins dürft ihr nicht vergessen. Nie mit dem Finger auf den Zuschauer zeigen. Kommt so oberlehrermäßig. Aber so rumgestikulieren und bedeutungsschwangere Gesten, bestimmt auch cool. Oder näher rangehen, weil man was Besonderes sagen will. Oder wieder ein bisschen zurückgehen. Vielleicht etwas einblenden oder zwischendurch, weil der Hals trocken wird, Wasser trinken. Warmes Wasser trinken. Also, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Was man natürlich auch machen kann, ist auf den Fahrradblock. Mit Sonnenbrille, natürlich. Die dynamische Bewegung beschwingt den Geist. Oder wie man das so sagt. Auf jeden Fall. Kameramovement kommt immer gut. Muss ich nur leider ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren, wenn man in die Kamera guckt. Beides zusammen schwierig. Und der Fahrtwind stört am Ton. Selfie-Modus-Kamera heißt ja auch ganz die perfekte Qualität.